Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt und in diesem Video möchte ich eine Covid-19-Maßnahmen-Exit-Strategie diskutieren. Die Strategie ist recht einfach und zwar die Strategie ist, dass wir in den nächsten 3 Monaten nach und nach alle Maßnahmen zurückziehen, so dass wir in 3 Monaten wieder ein normales Leben führen können. Erstmal eine gewisse Theorie. Ich habe hier mal alle Fälle von Covid-19 in Deutschland geplottet. Und hier unten sind die Tage seit dem ersten Fall und hier sind die Fälle. Und was man hier sieht, ist, dass sozusagen ab Tag 40 ging es richtig ab. Da fing das exponentielle Wachstum an. Was man hier sozusagen um den Tag 67 rum sieht, ist, dass die Kurve langsam wieder abflacht. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach ein logistisches Modell gefittet. Und man sieht jetzt ungefähr, dass so ab Tag 80, dass keine neuen Fälle mehr dazukommen. Und dass insgesamt kommen wir bei 110.000 Fällen raus. Also es scheint momentan so, dass das unsere aktuellen Maßnahmen auf jeden Fall dafür sorgen, dass in den nächsten 20 Tagen die Fallzahlen stagnieren sollten. Das ist auch das, was man erwarten sollte. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier stagnierende Fallzahlen und jetzt gucken wir mal, dass wir nach und nach zum normalen Leben zurückkommen und zwar über 3 Monate gestreckt. Hier habe ich jetzt wieder meine schöne Simulation. Die grünen Punkte sind wieder die verschiedenen Landkreise und ich habe jetzt über die nächsten 3 Monate nehme ich nach und nach die Maßnahmen zurück. Wenn die Punkte von grün nach rot wechseln, bedeutet es, dass das Gesundheit, dass die Hospitals, dass die Kliniken in dem Landkreis überfüllt sind. Und jetzt lassen wir das einfach mal laufen. Okay, ich denke, das war recht offensichtlich. Also die Rücknahme der Maßnahmen wird dafür sorgen, dass wir an genau der gleichen Stelle sind, wo wir waren, als wir die Maßnahmen eingeschaltet haben. Also es ist einfach so, dass man den Virus, sobald man die soziale Isolation wieder aufhebt, sorgt man wieder dafür, dass sich alle Leute anstecken und das auch sehr, sehr schnell. Also man sieht ja, dass selbst in den ersten 3 Monaten, also wenn wir hier zum Beispiel nach 1,5 Monaten hier ungefähr, wenn wir Mitte Mai oder schon Mitte April, also oder Ende April, ja, Ende April, man sieht schon, dass das schon eine kleinere Lockerungen schon dafür sorgen, dass wirklich die Ansteckungsgefahr wieder hochgeht, dass R0 wieder hochgeht, also die Basisreproduktionszahl, und dass damit dann sofort wieder das Gesundheitssystem überlastet ist. Okay, so geht's wahrscheinlich nicht. Was oder wie sieht das denn jetzt nochmal im normalen SER-Modell aus? Und zwar, wenn man das hier im SER-Modell einstellt, wer das mal ausprobieren möchte, das ist das, was ich mehr oder weniger für jeden Landkreis simuliert habe. Das bedeutet, ich habe hier sozusagen über 3 Monate hinweg, 1, 2, 3, habe ich nach und nach die Maßnahmen wieder so gesenkt, dass wir hier wieder auf keiner Eindämmung sind. Und damit kommen wir wieder auf R0 von 2,7. Und hier sieht man auch, dass wir sozusagen ab diesem Zeitpunkt hier, also ab dem 20.05. haben wir halt keine Hochintensivbetten mehr und dann steigt auch die Todeszahl oder der die der Über der ICU Overflow, also an Leuten, die Betten brauchen, steigt dann massiv und diese Leute, die sind auch sehr wahrscheinlich, werden diese Leute versterben. Okay. Wie könnte man es denn jetzt machen? Und zwar, es gibt eine schöne Metapher, die wurde von Thomas Pueyo benannt. Und zwar, er nennt es den Hammer und den Tanz. Oder The Hammer and the Dance. Und zwar, die Idee ist, dass man erstmal, und das haben relativ viele Staaten gemacht, dass man erstmal mit ganz starken Kontaktsperren und Ausgehverboten erstmal dafür sorgt, dass man die Lage wieder unter Kontrolle bekommt und dass man Zeit gewinnt. Und was man versuchen muss in dieser Zeit, man muss versuchen zu lernen. Und zwar, was man lernen muss, ist, man muss die Maßnahmen lernen, die die Reproduktionszahl ungefähr bei 1 halten und die auch am billigsten sind. Und die große Herausforderung ist, dass wir wissen, also wir wissen recht genau, wie wir R0 unter 1 drücken können. Also wir wissen, dass wir mit Kontaktverboten, mit Schulschließungen und ähnliches, dass wir das runterbekommen. Das Problem ist aber, dass das echt teuer ist und dass das auch sehr einschneidend ist. Was wir jetzt nach und nach herausfinden müssen, ist, wir müssen die Kosten herausfinden und wir müssen die Möglichkeiten herausfinden. Also was wir uns eigentlich wünschen, ist, wir wünschen uns eine Liste, die so aussieht. Und zwar, hier sind die billigsten Maßnahmen hier unten. Und diese Maßnahmen können genau so zusammengestellt werden, dass wir genau bei 1 rauskommen.
Das ist durchaus ein Optimierungsproblem, nennt sich zum Beispiel auch Knappsackproblem, wie ich das sozusagen so kombinieren kann, dass ich dann die günstigsten Varianten bekomme. Beim Knappsackproblem hat man ganzzahlige Varianten. Also das bedeutet, man hat zum Beispiel Pakete mit gewissen Größen und mit gewissen Einnahmen. Und die Frage ist, welche Pakete muss ich in meinen LKW packen, damit ich den maximalen Umsatz mache, wenn ich diese Pakete ausliefere. So. Das ist auf jeden Fall das, was man haben möchte. Und gleichzeitig möchte man natürlich auch unten die Kosten im Griff haben. Und zwar, man möchte auch wissen, was ist eigentlich der Vorteil bei R und was sind die Kosten pro Woche. Und die schlechte Nachricht aktuell ist, dass beides meistens unbekannt ist. Was ist jetzt die Lösung, wenn ich unter Unsicherheit etwas tun muss? Und zwar, man spricht auch allgemein in der Mathematik von sogenannten Explore-Exploit-Dilemmern. Und solche Explore-Exploit-Dilemma gibt es zum Beispiel bei sogenannten Multi-Armed-Bandits. Und was man dann versucht, ist, man versucht sogenannte minimale Verluststrategien zu fahren. Da gibt es zum Beispiel eine, die nennt sich bei Multi-Armed-Bandits Thompson-Sampling. Und dieses Thompson-Sampling, das kann man weiterdenken. Und mein konkreter Vorschlag wäre, dass man Bayesche Optimierung verwendet. Bayesche Optimierung funktioniert so, dass man davon ausgeht, dass man eine gewisse Konfiguration hat, wie die verschiedenen Maßnahmen zusammengesetzt werden. Und diese Kombination wird in einem bestimmten Intervall, zum Beispiel alle 2 Wochen, so verändert, dass man versucht, sich dem Optimum anzunähern. Wie das wirklich im Detail funktionieren kann, da denke ich immer noch drüber nach. Es würde mich auch freuen, wenn ich dafür ein bisschen Feedback bekomme oder vielleicht gibt es auch schon gewisse Menschen, die daran arbeiten. Aber das wäre auf jeden Fall mein Vorschlag, wie man da rangehen könnte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.